Willkommen bei Eurochannel unterwegs. Heute geht es um mystische, verlorene Orte der Urologie, und zwar die Balanitis-Eiche. Wir sind hier im Göttinger Forst. Es ist neblig, es ist kalt und wir suchen diesen geheimnisvollen Ort, wo es darum geht, wie sind Penisentzündungen mit einer Eiche verbunden? Das gucken wir uns jetzt an. Kommt mit! So, das ist also die Balanitis-Eiche hier im Göttinger Forst. Und warum Balanitis? Warum mache ich überhaupt diesen Aufriss mit mystische urologische Orte? Eine Balanitis, das ist eine Entzündung am Penis, und zwar eine Entzündung der Eichel. Balanos, das ist die Frucht der Eiche, nämlich die Eichel. Und deshalb heißt das Ding, was vorne am Penis dran ist, Eichel, weil es so ähnlich aussieht wie eine Eichel hier von so einem Baum. Und ich habe ganz viele Patienten, die zu mir kommen mit einer Balanitis, weil es ein häufiges Krankheitsbild ist. Und bei dieser Balanitis stellt sich typischerweise eine Rötung ein. Die meisten meiner Patienten, die mit solchen Problemen kommen, sind so zwischen 20 bis 30. Und die sind dann immer ganz aufgeregt hier, der Penis ist alles rot. Und das hat häufig damit zu tun, dass da nicht ein Pilz ist, wie viele vermuten, sondern dass die Haut einfach entzündet ist im Sinne einer Dermatitis, also einer Hautentzündung. Die häufigste Ursache für eine Dermatitis heutzutage ist tatsächlich übertriebene Reinlichkeit. Viele waschen sich sogar mehrmals täglich und verwenden dann auch noch Seifen. Und das kann natürlich den Hautschutzmantel, also diese Schicht, die die Haut beschützen soll, kaputt machen. Und auf diese Art und Weise wird die Haut gereizt und das rötet sich dann. Das ist also kein Pilz, sondern das ist einfach nur gerötet, weil es gereizt ist. Der Tipp ist, weniger waschen, weniger scharfe Reinigungsmittel verwenden, eher was pH-neutrales verwenden. Vorsicht mit Föhnen. Manche föhnen sich auch den Penis, das sollte man auch nicht machen. Das trocknet alles aus und reizt noch viel mehr. Und man kann natürlich hier auch Salben verschreiben von ärztlicher Seite. Nur das, was häufig nicht wirkt, das sind Pilzmittel. Weil Pilze, das sind Dinge, die entstehen bei älteren Menschen, wo das Immunsystem vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Und der Diabetes, das ist eine Erkrankung, bei der tatsächlich auch die Haut sich im Sinne einer Pilzinfektion entzünden kann. Also bei Diabetikern, die älter sind, so 60, 70, da kann man schon mal Pilze sehen auf der Eichel. Aber bei jungen Männern ist das eher nicht so häufig. Und die wundern sich dann immer, warum die Pilzmittel, die bei der Freundin helfen, bei ihnen nicht helfen. Und der Grund ist ganz einfach, ist eher eine Dermatitis, ist kein Pilz. Ich hoffe, das war ein Tipp, der euch geholfen hat. Es würde mich freuen, wenn ihr meine anderen Videos seht. Ich habe hier eine Playlist, die ich euch linken kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen.